Hurra, hurra! Es ist ein neuer Rekord an der Wall Street erreicht. Beim Leitindex S&P 500, der mit Abstand wichtigste Index der Welt, gegründet im Jahr 1957. Hier sind die wichtigsten 500 Unternehmen der USA drin. Das sind also keine kleinen Werte, sondern das sind allesamt Dickfische. Und von diesen Dickfischen haben sage und schreibe 487 handeln über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Das ist ein absoluter neuer Rekord, also nur 13 Aktien handeln nicht über ihrem 200-Tages-Durchschnitt, und dieser 200-Tages-Durchschnitt, der gilt so ein bisschen gerade bei institutionellen Investoren als wichtige Aussage über die Trendrichtung einer Aktie. Handelt eine Aktie über ihrem 200-Tages-Durchschnitt, wird das als positiv gesehen, und andersrum, vor allem dann, wenn eine Aktie zum Beispiel dann über ihren 200-Tages-Durchschnitt steigt, ist das ein Kaufsignal. Fällt sie von oben kommend unter ihre 200-Tages-Linie, gilt das gerne als Verkaufssignal, weil die übergeordnete Trendrichtung dann dreht, so die Idee. Jedenfalls sind jetzt 96,88% in diesem Index handeln über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Eine immense Marktbreite, kann man sagen. Vielleicht ist der Markt auch ein bisschen breit, wie auch immer. Jedenfalls sehen wir, dass also diese großen Werte derzeit gesucht werden. Wir werden gleich sehen, dass das bei anderen Indizes nicht so ist, und darin steckt auch eine gewisse Aussage. Jetzt wollen aber in dieser Situation, wie eine Umfrage von Goldman Sachs zeigt, 34% der großen Insurance Companies, die auch Gelder anlegen an den Märkten, wie zum Beispiel eine Allianz, die verwalten schlanke 13 Billionen Dollar, die wollen jetzt noch weiter das Risiko erhöhen, also gut ein Drittel will das Risiko erhöhen, nur 8% sagen dieser befragten Unternehmen, wir wollen das Risiko ein bisschen reduzieren. Und das kommt zu einem Zeitpunkt, wo jetzt schon, wie Sie in der unteren Grafik sehen, die Allokation der Investoren so groß ist wie noch nie. Also man ist schon im Markt drin, jetzt wollen andere auch noch rein, und das führt eben dann dazu, dass wir solche Dinge sehen wie beim S&P 500. Schauen wir allerdings auf den Nasdaq, dann sehen wir, da ist die Situation anders. Nur etwa die Hälfte der Nasdaq-Unternehmen oder die im Nasdaq gelistet sind, handelt über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Also hier nicht diese Marktbreite, da sind in diesem Index auch einige Unternehmen, die Verluste machen. Cathie Wood hatte fast alle davon gerne in ihrem Depot, weil ihnen natürlich die Zukunft gehört. Wahrscheinlich ist Verlust machen schon ein Kriterium für zukünftig super Performance, weil wenn ein Unternehmen Verlust macht, ist praktisch die spätere Amazon-Artigkeit schon fast garantiert. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt hier also die Marktbreite im Tech-Sektor nach wie vor nicht wirklich gut ist. Es sind die wenigen Schwergewichte, die nach oben ziehen. Eine Apple, eine Amazon, wie sie alle heißen. Und wir sehen, dass der Index hier unten jetzt versucht hat, an seine Aufwärtstrendlinie wieder ranzurobben, die zwischenzeitlich gebrochen war. Und eine der Grundfragen ist jetzt, ist das ein kleiner Ausrutscher gewesen? Oder sehen wir letztendlich jetzt nur die technische Erholung auf diese Schwäche, die wir gerade beim Nasdaq gesehen haben? Wenn wir uns hier mal die globalen Aktien anschauen im MSCI All Country, also dieses ETF, das sozusagen die Welt der Aktienmärkte abbilden soll, da sind nur 6% der darin enthaltenen Aktien auf einem 52-Wochen-Hoch, also auf dem höchsten Stand des Jahres oder seit einem Jahr. Das zeigt, dass also da die Breite auch nicht so gegeben ist. Da sind die Amerikaner also ein Stück weit voraus. Wenn wir uns die Aktienmärkte mal gestern anschauen, S&P knapp 1% im Plus, Nasdaq gut 1% im Plus, vor allem die Small Caps waren es mit 2,19%, die deutlich nach oben gegangen sind. Der VIX, die Vola, also nach unten gegangen. Und wenn wir uns mal anschauen, welche Sektoren gut gelaufen ist, dann haben wir diese Reopening Story, dieser Reflation Trade, nämlich Materials, Financials, Industrials, also die Klassiker, wenn man davon ausgeht, Corona bald vorbei, Wirtschaft Öffnung, boom, 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 dann werden diese Werte gesucht, oder diese Sektoren gesucht, während auf der Verliererseite Real Estate, Utilities, also diese defensiven Sektoren zu finden sind, die
gewissermaßen risk-off sind. Wenn wir uns jetzt die charttechnische Lage mal anschauen beim SPDR, also dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500, das diesen Index ja abbildet, sehen wir, wir sind jetzt ja auch aus diesem Aufwärtstrend rausgefallen, hatten eine positive Divergenz beim RSI, sind jetzt allerdings im kurzen Zeitfenster schon wieder beim RSI ziemlich weit oben angelangt, testen jetzt wieder diese gebrochene Aufwärtstrendlinie. Wenn wir uns unten den Triple Q anschauen, das ist das maßgebliche Nasdaq ETF, sehen wir, wir hatten ja ein neues Allzeithoch gemacht, dann sind wir da runtergefallen, sind jetzt wieder nach oben gekommen, etwa knapp über dem Hoch, das wir schon mal erreicht hatten Mitte Februar. Tricky Situation jetzt, also eine wirklich schwierige Situation, was jetzt die wirkliche Verfassung der Märkte ist. Und das sieht man auch beim IWM, das ist das maßgebliche Russell ETF. Da stellt sich die Frage, sehen wir jetzt wirklich eine Top-Formation, ja oder nein? Ist das der Abschluss der Aufwärtsbewegung, ja oder nein, mit einer ganz, ganz großen Schulterformation? Der Russell 2000 gilt ja so ein bisschen als Value Index, da sind viele Finanzwerte drin, 20% etwa, profitiert von dieser ganzen Reopening Story, Reflation, all das ist gut für den Russell 2000. Also hier zeigt sich jetzt, hier muss ich entscheiden, ist jetzt das praktisch die Rallye weitgehend abgeschlossen seit dem März 2020, die Rallye seit dem März 2020, haben wir da jetzt irgendwie die Spitze erreicht, eben mit der Perspektive, dass vielleicht die Notenbanken bald auf die Bremse treten. Bank of Canada, ich hatte es erwähnt, dazu gleich später mehr. Schauen wir uns noch an, was die SEC hier plant. Man hat jetzt nämlich festgestellt, nach diesem Unfall mit Archegos, dass man da vielleicht anders regulieren müsste und will jetzt auch mal drüber nachdenken, dass vielleicht die betroffenen Unternehmen jetzt vielleicht auch bestimmte Derivate angeben müssen. Das ist überwiegend derzeit nicht der Fall, wie auch Short-Positionen. Das ist überwiegend nicht der Fall. Das heißt, es gibt ja diese sogenannten 13F-Filings, wo größere institutionelle Investoren angeben müssen, was haben sie im Depot, aber sie müssen eben nicht alles angeben. Jetzt nach Archegos sagt die SEC, die Börsenaufsicht, oh, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn das mal passieren würde. Da haben sie ja eine richtig gute Idee, muss man sagen. Jetzt muss man wissen, dass vor einem Jahr der Gedanke entstanden war in der SEC, dass nur Unternehmen melden müssen oder Finanzverwalter melden müssen, die mehr als 3,5 Milliarden Dollar verwalten. Das sind um und bei nur 2% rein quantitativ aller Verwalter, also all diejenigen, die Gelder betreuen. Also da ist es sozusagen versucht worden, die Latte weiter nach unten zu legen, praktisch die Meldepflichten noch weiter nach unten zu ziehen, damals noch unter SEC-Donald. Jetzt überlegt man das Gegenteil und sagt, wir müssen vielleicht öfter die Berichte haben von diesen Unternehmen. Das passiert ja bisher nur alle 3 Monate. Wie auch immer, schauen wir uns mal die Realität, die Konsumrealität in den USA an. Hier JP Morgan Spending Tracker, also was die Leute faktisch mit Kreditkarten bezahlen. Und hier sehen wir, ja, der Sugar Rush war da durch die Stimulus-Checks. Jetzt geht aber der Konsum schon wieder zurück. Das sehen wir auch zum Beispiel in Sachen Open Table Buchungen, also praktisch, was die Leute, ob die Leute essen gehen, ja oder nein. Hier sehen wir, dass wir jetzt leicht wieder zurückkommen. Also, dass auch hier der Konsum schon ein bisschen nachlässt. Und man sagt bei Gruppen 6, und das finde ich ist wirklich ein guter Punkt, wir wissen noch nicht, wie die Welt danach aussehen wird, wie das neue Normal aussehen wird. Das können wir nicht wissen, zumindest nicht so lange die Leute wieder überwiegend im Büro sind und die Kids alle wieder in der Schule sind, und zwar durchgängig. Hier sehen wir mal, hat Goldman Sachs einen interessanten Index, hier Office Card Swipe. Also viele müssen ja, wenn sie ins Büro kommen, dann ihre Karte durchziehen durch ein Lesegerät und diese Daten werden erfasst. Und hier sehen wir, dass um und bei nur 40% der Amerikaner wieder im Büro sind, 60% sind es nicht. Wir sehen hier eine kleine Aufwärtstendenz. Aber die ist eben nicht so riesig groß. Wahrscheinlich werden einige auch permanent im Homeoffice bleiben. Also wahrscheinlich werden wir da nicht wieder an die 100% zurückkehren wie vor der Corona-Krise. Aber es müssten halt schon so 80, 90 sein. Jetzt sind es derzeit nur 40%, die eben derzeit im Büro sind. Jetzt hier ein optimistischer, bullischer Chart, den ich Ihnen zeigen will. Hier Cross-Border Capital tweeted, remarkable strong correlation between world shipping activity
und Earnings per Share Growth. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen Schiffsverkehr, Transportvolumen etc. und dem Gewinnwachstum von Unternehmen. Und wir sehen, dass hier der Schiffsverkehr, der World Trade, deutlich zugelegt hat. Schiffsverkehr oder Schiffstransporte sind ja über 90% des gesamten Welthandels passieren über Schiff, das darf man nicht vergessen. Und wir wissen ja, dass jetzt Containerknappheit, steigende Preise für Transport ein richtiges Thema waren. Also hier vielleicht ein Frühindikator dafür, dass die Earnings per Shares jetzt die Gewinne pro Aktie nach oben gehen. Da ist natürlich schon ein Stück weit jetzt die Frage, naja, wir haben ja steigende Transportkosten, wir haben steigende Rohstoffkosten. Inwieweit sind die Unternehmen wirklich in der Lage, diese steigenden Kosten eben weiterzugeben an die Konsumenten? Und wie schaut es mit der ganzen Corona-Geschichte aus? Indien hat jetzt den höchsten jemals erzielten Wert an Corona-Infektionen melden müssen. Weit über 300.000, 314.800 ein paar zerquetschte, soweit ich erinnere. Damit hat man ganz knapp die USA überholt, die bisher diesen Rekord hatten. Und in Deutschland schaut es auch nicht so gut aus. Hier untere Grafik 29.518. Das ist ein sportlicher Wert hier an positiven Testergebnissen. Ich hatte vorhin gesagt, der Bank of Canada hat gestern ja gesagt, wir werden tapern, werden also die Anleihekäufe reduzieren. Das ist schon eine Message, die vor allem für die Fed interessant ist. Sie sagen, manche, ja, Kanada, wer interessiert sich für Kanada, spielen doch ökonomisch keine Rolle. Naja, Kanada ist der größte Handelspartner der USA. Handelsbilanz der USA ist mit keinem Land so groß wie mit Kanada, sogar größer als mit China. JP Morgan hat jetzt in seinem Briefing getitelt Taper has begun. Das wird sozusagen auch natürlich die große Fragestellung in den USA werden. Schaut euch die Daten an, die sind super. Was wollt ihr jetzt noch voll auf dem Gaspedal treten? Wir sehen Überhitzungserscheinungen. Ihr müsst langsam raus aus der Nummer mit Tapering anfangen. Diese Diskussion wird in den USA kommen. Und welche Diskussion werden wir hier in Europa haben? Das werden wir heute wissen, wenn Madame Lagarde sprechen wird. Heute EZB-Sitzung 13:45. Die Entscheidung, keine wirkliche Veränderung erwartet. Aber interessant, wie Madame Lagarde hier die Situation einschätze. Kürzlich hat sie gesagt, Markets can test us as much as they want. Sie können uns testen, wie sie wollen. Es geht darum, ja, dass die Anleiherenditen nicht steigen sollen. Das haben sie aber zuletzt gemacht. Die französischen wie auch die deutschen, die sind durchaus weiter nach oben gekommen. Mal sehen, was Lagarde dazu zu sagen hat. Und hier vielleicht das, was gestern ja vom Bundesverfassungsgericht vorläufig geurteilt wurde, nämlich diese praktisch dieser Fonds, dieser Rettungsfonds, der hier praktisch abgenickt werden soll, 750 Milliarden. Da sagte Daniel Stelter, diese Schuldenunion ist unumkehrbar, sie kauft leider nur Zeit und verschleppt das eigentliche Problem. Das ist leider richtig, das ist ungerecht, weil vergleichsweise arme Deutsche, vergleichsweise reiche Italiener bezahlen. Wir wissen ja, dass die Italiener viel höheren Immobilienbesitz haben, deswegen eigentlich mehr Vermögen haben als die Deutschen. Durchschnittlich gesehen zumindest, weil die Deutschen wenig Immobilienbesitz haben. Und der überfordert Deutschland endet, wenn wir nicht mehr zahlen können mit dem Zerfall. Naja, das ist natürlich ein bisschen pessimistisch, aber es zeigt schon ein Grundproblem. Es ist eine Schuldenunion durch die Hintertür. Den Leuten ist das nicht klar, dass sie letztendlich dann dafür haften werden, ihre Kinder dafür haften werden. Aber Hauptsache, wir sind gute Europäer, nicht wahr? Das ist ja das Allerwichtigste. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Donnerstag. Und schauen Sie rein heute bei finanzmarktwelt.de. Pferd sei Servus und ciao.